Rundherum Wasser, soweit das Auge reicht, und eine winzige Fläche mit lauter Sand und vielleicht einer einzigen Palme. Das ist wahrscheinlich das Bild, das viele von einer einsamen Insel haben. Aber sowas gibt's natürlich nur in der Südsee, oder? Falsch. Deutschland hat so etwas auch. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wusstet ihr, dass die sogenannten Halligen in Schleswig-Holstein bei starken Fluten komplett unter Wasser laufen und dass auf einer von ihnen gerade mal zwei Menschen wohnen? Als Bewohner einer Hallig musst du an solch einen unwirtlichen Ort natürlich angepasst sein. Aber wie? Diese Frage stelle ich mir im heutigen Experiment und reise auf eine Hallig mitten im nordfriesischen Wattenmeer. Wetterfeste Kleidung anziehen und los geht's. Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne den Kanal, lasst auch ein Like und ein paar Kommentare für den Algorithmus da, das würde mich sehr supporten. Abonniert auch super gerne meinen Zweitkanal, da kommen jeden Tag Videos. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Also, wir reisen in diesem Video auf die sogenannte Hallighoge mit gerade einmal 80 Einwohnern. Dafür sind wir einen Tag davor in den Norden gefahren, nach Bredstedt. Dort haben wir gepennt und am nächsten Tag um 10 Uhr kam die Fracht nach Hallighoge. Es waren genau zwei am Tag, die nächste um 18 Uhr. Wir sind seit über einer Stunde auf der Fähre, es ist scheiße kalt, aber ich glaube, wir sind bald da. Genau da sollte Hallighoge sein. Bevor wir aber mit allem starten, erstmal die Frage, wie bin ich überhaupt auf dieses Video hier gekommen? Viele von euch kennen bestimmt noch dieses Video. Ich habe eine Woche als Vollzeitstreamer gearbeitet. Da habe ich halt eine Woche auf Twitch gelivestreamt und unter anderem halt eben auch Zuschauertalks gemacht. Und in einen dieser Zuschauertalks ist halt der Finn reingejoint, der auf Hallighoge lebt. Und der hat mir halt erzählt, dass er auf einer Hallig lebt. War in der Doku, was sehr unangenehm war. Und das war in der schlimmsten Phase in meinem Leben. Okay, jetzt sag mal. Da rechts bist du? Ja. Ich wohne auf einer Hallig. Hier wohne ich. Genau hier. Du wohnst da? Ich wohne genau hier. Ich fand das Thema dann so spannend, dass ich ihn gefragt habe, ob ich ihn eines Tages mal auf der Hallighoge besuchen darf. Und er hat ja gesagt. Und jetzt sind wir hier, machen dieses Video. Was geht? Willkommen zu der Roomtour. Ja, du bist noch sättig. Freunde, wir sind in der Ferienwohnung auf der Hallig angekommen. Es ist sehr, sehr nice. Schaut es euch an. Die Familie von Finn, werdet ihr gleich noch sehen, hat uns sehr nett begrüßt. Wir haben eine wunderschöne Ferienwohnung zur Verfügung bekommen. Schlafzimmer und Bad zusammen. Was soll ich großartig dazu sagen? Auf der Hallig gibt es auf jeden Fall sehr viele ungewöhnliche Dinge, die wir heute erforschen und erlernen werden. Mal gucken, was auf uns zukommt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ey, richtig nice, Mann. Bruder, woher hast du diese kranken Aufnahmeskills? Durch Skillshare. Dieses Video wird unterstützt von Skillshare. Viele von euch da draußen fragen mich oder meinen Cutter immer, wie man am besten cutten lernt, animiert, designt etc. Die Antwort ist ganz simpel, informieren, verstehen und ganz viel üben. Und jetzt kommt eben Skillshare ins Spiel. Skillshare ist eine Online-Lerngemeinschaft mit tausenden von inspirierenden Kursen für alle, die gerne lernen, ihre Kreativität entdecken und neue Fähigkeiten erlernen möchten. Hier findest du hilfreiche Kurse zu breit gefächerten Themen. Egal ob Illustration, Grafikdesign, Kunst, Animation, Film und Video, für jeden ist hier wirklich etwas dabei. Und auch wenn ich schon etwas erfahrener im Videobereich bin, es gibt immer etwas, was man noch verbessern kann. Deswegen schaue ich mir sehr viele Kurse an und außerdem möchte ich auch mal andere interessante Bereiche anschauen, um komplett neue Fähigkeiten zu erlernen. Okay Leute, ich zeige euch jetzt mal, was es so für verschiedene Kurse gibt. Es gibt sehr viele. Allein wenn man schon hier auf Durchsuchen geht, sieht man die ganzen verschiedenen Kategorien. Was für uns jetzt interessant ist oder was euch jetzt bestimmt mehr interessiert. Wir haben hier Videobearbeitung für Anfänger. Hier sind die ganzen einzelnen Einheiten. Der Kurs hier ist zwar auf Englisch, aber ihr könnt bei jedem Kurs einfach die Untertitel anmachen. Es gibt verschiedene Sprachen. Es gibt immer Deutsch. Es gibt auch immer mehr deutsche Kurse, wie zum Beispiel den hier. iPhone-Fotografie, schieße Fotos wie ein Profi. Das ist zum Beispiel auch ein richtig nicer Kurs. Er zeigt euch, wie der Name schon sagt, wie man mit iPhone-Kamera richtig geile Fotos und Videos machen kann. Aber es gibt auch, wie gesagt, ganz viele verschiedene Sachen. YouTube für Anfänger, so startest du und vergrößerst deinen YouTube-Kanal. Wie man für Prüfungen lernt, also muss auch nichts mit YouTube oder Video zu tun haben. For real, schaut euch Skillshare an, scrollt da durch, guckt euch die Kurse an, es lohnt sich wirklich. Die ersten 1000 Personen von euch, die sich über den Link unten in der Videobeschreibung anmelden, erhalten einen kostenlosen Probemonat von Skillshare. Ihr habt nichts zu verlieren, also worauf wartet ihr noch? Skillshare ist wirklich eine super Sache und kann einem nur weiterhelfen. Danke fürs Sponsor von diesem Video, jetzt geht's aber weiter. Damit ihr versteht, was überhaupt eine Hallig ist. Halligen sind kleine Inseln, die bei Sturmfluten überschwemmt werden können. Entstanden sind sie unter anderem durch eine Sturmflut 1362, also eine große Sturmflut, die halt eben große Landstücke überflutete. Boden wurden hinweggerissen, die Inseln blieben übrig. Die Menschen dort leben in Häusern, die auf sogenannten Warften stehen. Das sind künstlich aufgeschüttete Erdhügel. Bei Sturmfluten, die gar nicht mal so selten passieren, ragen nur noch die Häuser aus dem Meer. Manchmal dringt die Nordsee sogar bis in die Stuben.
Die Familie von Finn hat uns erstmal eine kleine Tour durch Hoge gegeben. Erster Funfact, wir konnten wirklich alles besuchen, was wir wollten, weil keine einzige Tür auf Hallighoge oder so gut wie keine Tür abgeschlossen ist. Du kannst da einfach reinlaufen. Ich finde es halt sau lustig, dass man hier einfach überall rein kann, einfach alles angucken kann von alleine. Also es ist ein ganz normales Feuerwehrauto, logischerweise, wie auch im Festland auch. Für den Brandfall, klar, klassischerweise, aber auch zur Absicherung, wenn ein Hubschrauber kommt. Das ist der Rettungswagen auf dem Festland, das ist bei uns der Hubschrauber. Also für alles, wie zum Beispiel ein Beinbruch, kommt dann der Hubschrauber und die Feuerwehr sichert dann den Landeplatz ab. Waren wir jetzt wegen dem Beinbruch mit Hubschrauber? Ja. Also da war der Hubschrauber, das war im Februar, da hatten wir zufällig Land unter, das heißt also die ganze Hallig war vor Wasser und der Hubschrauber musste hier vorne direkt auf der Straße landen, die waren auch frei. Und auch in den Autos bleiben die Schlüssel drin, heißt du kannst einfach easy ein Auto von einem anderen Nachbarn nehmen, musst du halt nur wieder zurückgeben. Das ist da alles gar kein Problem und auf dem Festland ist das natürlich unvorstellbar. Also hier gibt es nur zwei Gastros im Zentrum. Auf der Hanswarf gibt es diese beiden und unten auf der Backenswarf fahren wir nachher vorbei, da ist noch ein Gastronomiebetrieb. Und wie ihr seht, drückt ihr das Durchschnittsalter extrem nach unten. Ja, schon gemerkt auf der Fähre. Ja, wir befinden uns hier gerade mitten im Zentrum von Hallighoge. Hier gibt es eine Gastro und hier noch ein Café und das war es dann auch schon. Hier ist noch so ein Merch-Haus, aber ansonsten gibt es hier nicht so viel, ne? Der Eigentümer, der Werner Boins, der sammelt seit Jahrzehnten Schuhe, die er am Deich findet. Ach so. Also das sind alles angespült. So, wir befinden uns jetzt bei der einzigen Schule auf der Hallighoge und Finn führt uns natürlich jetzt hier bei seiner Schule. Natürlich, hier ist unser Spielplatz, den haben wir aber auch nicht seit immer. Früher haben wir in den Pausen fast nichts gemacht, weil wir halt nichts hatten. Jetzt haben wir halt vielleicht das hier. Ihr habt in den Pausen gar nichts gemacht? Nö, nur geredet. Okay, aber irgendwann wird das ja auch ein bisschen langweilig, ne? Ja. 8 Leute in verschiedenen Jahrgängen, ne? Ja. Also ihr habt eine Lehrerin, ne? 3, aber nur eine ist hier. Also dienstags kommt eine, donnerstags kam auch eine. Ja. Aber die hat jetzt aufgehört nach den Sommerferien. Also gibt es noch 2. Ja. Und wie funktioniert das, wenn ihr alle verschieden alt seid? Wir kriegen halt unsere Aufgaben. Und wenn wir Hilfe brauchen, kriegen wir als Hilfe. Okay, jetzt ist aber gleich das Highlight. Das Highlight? Die Sporthalle. Boah. Und ich habe eine Sporthalle? Ja. Das ist halt unsere Sporthalle. Wait. Ja. Prime. Weißt du, was kacke wäre, wenn deine Lehrerin richtig scheiße wäre? Wir hatten 2 Lehrerinnen, die haben halt gedacht, dass sie hier die letzten paar Jahre machen und dann in Rente gehen, weil es hier so einfach ist. Aber es sind ja unterschiedliche Klassen, da sind sie nicht drauf klargekommen und sind dann wieder abgehauen. Und dann hat sie die einfach ein Jahr keine Schule? Fast ein Jahr. Ich habe schon im Galileo-Bericht gesehen, hier findet das Online-Schooling statt mit der englischen Lehrerin, die im Festland ist, auf Festland. Ich bin so verwirrt die ganze Zeit, die auf Festland ist, nicht auf die Halle kommt. Hier wird das Wunder vollbracht und er wird ein Native Speaker. Sau interessant hier auf jeden Fall. Wir sehen hier im Hintergrund Kühe. Also die meisten davon sind im Winter gar nicht da, wegen Land unter. Guck mal hier. Ein Pferd. Hast du schon mal Pferde gesehen? Ja. Ich noch nie. Das sind dann sozusagen diese Reisefahrten für Touris, ne? Ist cool, dass die Leute hier so offen sind. Alle begrüßen sich, alle kennen sich. Die Touristen werden sehr nett empfangen. Also es gibt hier sozusagen 80 Einwohner und am Tag kommen locker 120 Touristen. Die gehen jetzt auf jeden Fall wieder Richtung Innenstadt. Also Zentrum, aka 3 Minuten Fußweg und holen uns ein Fischbrötchen. Denn das muss man auf jeden Fall meiner Meinung nach im Norden gemacht haben. Bitteschön. 2 Backfischbrötchen bitte. Genau. 6,50 Euro ist schon eine Nummer. Durch das an. Ein Drittel kleiner als das andere. Was ist das denn? Mayonnaise, Remoulade, whatever. Salat und ein Backfischbrötchen. Wir gehen rein, okay? Oh! Na, so wünscht man sich das, oder? Ein geiler Backfisch. Das ist einfach ein frischer, geiler Fisch. Frisch geangelt hier in auf Hallighoge. Paniert. 6,50 Euro, wollte ich mich verarschen, aber lecker. Wenn ihr auf Hallighoge seid, irgendwann holt euch ein Backfischbrötchen. Auf Hoge gibt es auch nur einen einzigen Supermarkt, den wir natürlich kurz für euch getestet haben. Es gibt hier wirklich nur 2, 3 dieser Regale. Dann hier hinten gibt es Klopapier und Getränke noch. Aber das war es dann auch schon, ne? Viel Auswahl gibt es hier nicht. Das, was man braucht, ist da. Alle nötigen Sachen. Aber es ist halt wirklich vergleichsweise auch echt wirklich nur ein kleiner Edeka. Naja, mehr braucht man ja auch eigentlich nicht, oder? Clipboy gibt es Vitamin. Die Preise sind alle noch relativ humanic. Ja, auch ein bisschen scammen wir nicht. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch hier im Indica auf der Hallighoge. Warum seid ihr hergezogen? Wir lieben Natur, wir lieben Einsamkeit. Vor 8 Jahren war hier mal Stiller als Hafenmeister ausgeschrieben. Und darauf hatte ich mich einfach mal so just for fun eigentlich mehr oder weniger beworben. Und so kam dann eine Zusage, Vorstellungsgespräch, Zusage. Und dann haben wir alles abgebrochen auf dem Festland. Und krass, hierher gezogen. Und nichts bereut, oder? Nein, absolut nicht. Ja, du musst es lieben. Ja, Natur, auf jeden Fall. Mit der Natur. Ich könnte mir nur wenige Flecken vorstellen, wo es noch schöner ist zu leben. Ein bisschen einsamer vielleicht noch. Das wäre dann auch okay.
Wir befinden uns jetzt gerade im Haus der Familie und vor mir das Zimmer vom lieben Finn. Aber warum sind wir denn überhaupt im Zimmer? Nicht, weil der R abtrinkt und das Trash ist. Nein, das hat einen ganz anderen Grund. Oder ist das ein Grinder? Was? Warum ist das Zimmer denn hier so besonders? Die Wände sind stärker, also halt aus Metall und so. Die sind auch Stelzen runter, dass wenn eine Sturmflut kommt und das ganze Haus wegreißt, dass dieses Zimmer noch stehen bleibt. Also es ist hier sozusagen der Notfallbunker. Ja, es ist ein Notfallbunker. Uns ist das noch nicht passiert, ne? Also das ganze Haus ist auch neu gebaut, weil es komplett abgerissen wurde. Das Haus hier wurde schon mal abgerissen. Das vom Wasser, ja. Wann war das? Weiß ich nicht, vor 30 Jahren. Hast du dir manchmal mehr Mitschüler bzw. so ein normales Schulsystem? Mehr Mitschüler eigentlich nicht, weil ich mich dran gewöhnt habe. Die Sache ist, wir kriegen halt unsere Aufgaben und müssen sie dann machen. Und auf großen Schulen ist man in einer Klasse und man redet über dieses Thema genauer und das ist hier halt nicht so richtig vorhanden. Aber dir geht niemand auf den Sack, oder? Von deinen Mitschülern? So. Nee, das wäre schon, kacke, oder? Nee, schon, ja. Was machst du den ganzen Tag? Also oft zocken halt, aber auch abends gehe ich halt auch sehr gern raus mit Freunden und mache halt was. Okay, und was machst du so mit deinen Freunden? Wollen wir so machen? Also draußen chillen halt, also, ja. Kann hier irgendwas bestellen, Pizza? Also, so Lieferando oder so kann man hier nicht bestellen. Einen Lieferant gab's mal, aber der hat aufgehört, das zu machen. Das bringt halt denen nichts. Aber war der hier auf der Insel? Nein. Also der hat angeboten, vom Festland aus zu liefern. Ja. Und wie? Der hat das auf die Fähre gestellt und dann konnte man sich das abholen. Aber die Fähre kommt doch nur 10 und 18 Uhr. Ja, abends halt. Ah. Was fehlt dir so am allermeisten? Essen. Also, du kannst hier, also... Du kannst halt nicht essen gehen oder was bestellen. Man sich diese Möglichkeiten, die man auf dem Festland hat, zum Beispiel Kino oder so, stimmt, hat man hier nicht. Wenn man Kino möchte, muss man sich erst 2 Tage vorher hinsetzen und sagen, wann, wohin. Man kann halt nichts spontan hier ausmachen, ne? Nee. Wenn du halt sagst, yo, ich will in den Spider-Man gehen heute, kannst du halt nicht, weil die Fähre erst um 18 Uhr kommt. Ja. Dann musst du morgens schon kommen. Dann musst du am nächsten Tag morgens die Fähre nehmen. Dann halt gucken, was du dazwischen machst, ne, und so. Du musst Glück haben, dass der Film in den richtigen Zeiten ist, dass du auch abends noch zurückfahren kannst. Stimmt! Willst du weiterhin auf Hoge bleiben? Eigentlich nicht, ne. Wann hast du nur vor, wegzugehen? In der 9. Klasse, ein Jahr noch, weil dann ist mein Bruder 18 und dann kann ich zu ihm ziehen. Okay, und dann bist du dann komplett auf Festland und machst dort Schule weiter und so. Ja. Und kannst du dir vorstellen, vielleicht später nochmal mit deiner Familie oder so? Hierher? Ja. Nein, weiß nicht, ist langweilig hier. Was soll ich hier? Man muss es schon lieben, so, ne? Wie dein Vater sagt. Man muss schon die Natur lieben, man muss schon die Einsamkeit lieben, man muss schon genau so ein Typ dafür sein, um hier leben zu können. No joke, je später es wurde, desto magischer wurde Hallighoge. Du wusstest, dass dir kein Pisser auf den Sack geht, kein Idiot hupt, man wirklich nur die reine Natur hört und spürt. Und da habe ich in diesem Moment mal wirklich gecheckt, warum Menschen da freiwillig hinziehen. Am Nachmittag haben wir dann eine Wattwanderung gemacht. Hört sich lame an, war aber mega interessant, denn wir konnten einige Dinge von vor hunderten Jahren im Schlamm finden. Alles Land. Hier. Alles. 1362 und 1634 haben die Landschaft dann das Land zum Großteil alles weggerissen. Wenn da mal so eine kleine Kuppe dann nochmal irgend war, da sind dann irgendwann die Halligen drauf aufgewachsen mit Sedimenten. Aber krass. Das war früher alles Festland. Wie viel Macht die Natur hat, gell? Krass. Guck mal, ihr seht ja Ziegelsteine, die verzögerten Häusern. Auch noch Reststücke da. Guck mal, hier ist ein Knochen. Also vor knapp 300 Jahren. Alter. Es war wirklich eine super Erfahrung, mal einen ganz anderen Lebensstil kennenzulernen. Die Menschen, die auf einer Hallig leben, tun das aus Überzeugung und Leidenschaft und das ist einfach nur schön. Für mich persönlich wäre es auf Dauer nichts, weil mir da echt schnell langweilig werden würde. Wie sieht's mit euch aus? Schreibt's in die Kommentare. Großes Dankeschön nochmal an der Stelle an Finn und seine Familie. Falls ihr auch mal Hallighoge besuchen wollt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr die Ferienwohnung buchen, in der wir waren. Die gibt es nämlich auch zu vermieten. Wenn ihr mich supporten wollt, abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video, kommentiert für den Algorithmus. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.